Herzlich willkommen zu einem neuen Lockpicking-Video. Heute haben wir das Sicherheitsschloss von Echo. Echo. Ele? Entschuldigung, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Das sind die Schlüssel. Und wir probieren das jetzt mal zu öffnen. Spannen unser Schloss ein. Ist natürlich zu. Leider kein Bohrmuldenpick, also muss ich jetzt meinen kleinen Diamant dafür benutzen. Ist eigentlich ein Rake, aber den werde ich jetzt mal kurz ein bisschen zweckentfremden. Und auf geht's. Das hat sich schon mal sehr gut angefühlt. Oh, wir sind schon fertig. Das ging recht flott. Hier blockiert sie jetzt wieder. Keine Panik kriegen. Ihr kriegt eure Tür weiterhin auf. Ihr wechselt einfach nur nach oben, geht mit einem Pick nach unten und drückt hier, Moment, ich muss mal die andere kleinere Seite nehmen, geht nach unten und drückt hier die Pinze einfach wieder runter. Ist gerade ein bisschen leichter gesagt als getan. Moment. So, da haben wir es. Und dann könnt ihr das schon wieder in die Ausgangsposition drehen und habt es einmal rumgedreht. Wie gesagt, wenn ihr abgeschlossen habt, müsst ihr das dreimal picken. Das ging jetzt wieder recht flott. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Lockpicking Lupo. Es wäre nett, wenn ihr mir ein Abo und ein Like gibt. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute.